komm, verlasst mich nicht. Okay, ihr habt bestimmt super gut geschlafen, weil Wochenende ist und relaxing und so. Es ist okay, ich gönne euch euren Schlaf. Also mein Mann fragt mich ziemlich oft morgens, Schatz, wie hast du geschlafen? Ich frage ihn das ziemlich selten. Warum? Er schläft wie eine Ratte. Er schläft so saugut. Es ist beneidenswert. 1-2 Minuten und ich denke, Hilfe, das gibt es gar nicht. Manchmal sage ich wirklich zu ihm, es könnte eine Bombe neben dir einschlagen und du hättest sie verpennt. Und wisst ihr was? Der schläft wie eine Ratte, egal was am Tag gewesen ist. Ob schwierig, ob klasse, ob entspannt, er hat es einfach. Beneidenswert. Wirklich. Aber ich muss seinen Ruf aufrechterhalten, das ist mir sehr, sehr wichtig. Wenn er dann wach ist, dann guckt er sich das Leben schon an. Also er guckt schon, okay? Also er guckt schon Konflikte an, Probleme an und so weiter. Nicht, dass er denkt, er hat so einen Drehwurm und checkt es nicht richtig, was um ihn rum passiert. Heute geht es wirklich darum, was kannst du dagegen tun, wenn Sorgen deinen Schlaf rauben? Wie sehen ganz konkret Gottes super gute konkrete Hilfestellungen aus? Also Schlafstörungen oder einfach mit dem Schlaf ein bisschen Probleme, ich will da gar nicht so lange dran rumeiern. Grundsätzlich nehmen sie wirklich angeblich ziemlich zu. Keine Ahnung, ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das nicht vor vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten auch schon ähnlich war. Aber man behauptet, dass jeder fünfte zumindest anscheinend unter Einschlaf- und Durchschlafprobleme leidet. Es ist wirklich anscheinend ein echtes Problem, so einfach wegzusegeln. Und mag ein bisschen stimmen, dass unsere Temperamentslinie oder dass sensiblere Menschen oder dass vielleicht ein bisschen quirligere Menschen, wo nur ganz viel ticken oder sowas, dass sie sich vielleicht ein bisschen schwerer tun, um wegzuknacken, wie jemand, der so positiver Dickfeller ist, wie Eberhard Schilling, oder ich sag's ganz positiv, oder einfach jemand, der ein bisschen auch eher so dieser vernunftsachlichere Typus ist, der verarbeitet einfach Dinge anders. Gene, Hormone, Stoffwechselprozesse haben tatsächlich auch einen immensen Einfluss, wie wir schlafen. Und der Andi Thoma wird nächste Woche ja auch zu diesem Thema predigen und er wird euch nochmal ganz viel oder ein bisschen, denke ich, keine Ahnung wie viel, diese ganze medizinische und so Sachen, wissenschaftliche Sachen da noch ein bisschen mit reinpacken. Was sind Sorgen? Ja, also Eberhard hat gemeint, du machst es. Also glaube ich, dass du machst. Alles gut. Du sollst ja nicht nur einen medizinischen Vortrag halten, ne? Hier, das wissen wir schon. Also gut. Was sind Sorgen? Sorgen sind beunruhigende, quälende Gedanken und Fantasien, die sich um mögliche Gefahren drehen. Sorgen sind beunruhigende, quälende Gedanken und Fantasien, die sich um mögliche Gefahren drehen. Was wäre, wenn dieser beunruhigende Gedanke real wird, Wirklichkeit wird? Und das Problem ist, Sorgen ist was, was noch gar nicht da ist. Es ist nicht da. Aber das Alarmklingelknöpfchen, Katastrophenalarm, 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 zischt schon mal bei manchen Leuten gewaltig durch. In unserem Sorgenkopfkino sozusagen geht es um einfach tatsächlich Dinge, obwohl wir hier im Kopf oft sagen, ist totaler Quatsch, weil die meisten treffen eh nicht ein, die nicht da sind. Also, dass ihr glaubt, dass ich prädestiniert bin, zu diesem Thema zu sprechen, erzähle ich euch eine Story von vielleicht wirklich ein bisschen abgefahren, wo ihr denkt, die ist ja ganz schön gaga, aber macht nichts, ich kann damit leben. Manche wissen es. Wir hatten vor 18 Jahren ein schönes Häuschen aufgekauft,
super schön renoviert und haben genauso abgefahren vor 4 oder 5 Jahren entschieden, wir hacken das wieder weg und bauen ein Doppelhaus drauf. Wir wollten uns minimieren, es war ein schönes Familienhäuschen und so weiter. Inzwischen steht das Häuschen auch, keine Angst. Aber als diese Baufirma kam und dann habe ich mir überlegt, willst du das sehen, wie dein altes Haus zusammenbröselt? Willst du damit zugucken? Bin ich mal vorbeigefahren und dachte dann tatsächlich für einen Moment, huch, nur noch halb so groß. Oh, da war das Kinderzimmer, bum, bum, bum. Dann fuhr ich vorbei und es war nichts mehr da. Nichts. Leerer Boden, ein paar Holzbalken oder was auch immer. Und ich dachte, oh mein Gott, ein schönes Haus hast du niedergebügelt. Ich sah wirklich Szenarien, wenn jetzt Krieg kommt. Du kommst Monate, so ein Haus dauert ja Monate, die Welt ist so fürchterlich. Wenn jetzt Krieg kommt, das Haus wird nicht fertig gebaut. Wenn es Bankcrashs gibt, Gott, ich krieg kein Geld mehr. Insolvenz, die Firmen könnten baden gehen. Und plötzlich sah ich unseren schönen Kirschbaum, der so toll war. Eberhard mochte ihn doch so. Und meine jüngste Tochter hing so sehr an diesem Haus. Kennt ihr sowas? Vielleicht nicht mit eurem Haus? In meinem Kopfkino fing plötzlich so ein Katastrophenalarm an. Oh mein Gott, was ist, wenn ich nie mehr ein Haus besitze? Und jetzt geht es mir gar nicht um kapitalistische Sachen. Es war mein Zuhause. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich hatte keine Garantie mehr. Ich hatte keine Garantie mehr, ob da je ein Haus wieder stehen wird, wo ich wieder einziehen kann. Versteht ihr? Immer, wenn wir Dinge nicht mehr kontrollieren können, immer, wenn wir Risiken eingehen, immer, wenn etwas passieren könnte, dann geht unser Kopfkino los und dann drehen sich diese Gedanken. Und diese Sorgen, wenn sie zu heftig sind, ein bisschen ist das ja normal. Also ich habe mich da ganz gut wieder runtergekriegt. Gell? Ich sagte, Doris, tschuk, 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 du hast ja voll eine Meise. Ne? Das Leben geht immer weiter. Aber ich gebe ehrlich zu, eine Zeit lang habe ich mich schon immer wieder ertappt, dass ich dachte, hoffentlich geht das alles gut. Ich muss mich ja auch drin wohlfühlen. Ich muss ja auch sagen, das ist jetzt auch wieder eine schöne Heimat. Wenn wir uns zu viele Sorgen machen, dann werden wir krank. Davon bin ich wirklich überzeugt und ihr auch. Und es gibt eine ganze Menge an Hilfe, wo ihr bestimmt alle auch gut kennt, über die möchte ich heute nicht sprechen. Yoga, Atemübungen. Ach, letzten Sonntag sagte jemand zu mir, nimm Lavendelöl-Tröpfchen auf dein Kopfkissen. Ja, also ich mag gar nicht sagen, dass das nicht hilft. Es gibt viele Sachen, Gedankenstopp und so weiter und so fort. Benutzt es. Es ist auch super, wenn er einfach die Bibel aufschlägt, wenn er liest, wenn er guckt, was Gott sagt. Alles mega gut. Ich blieb an einem Text hängen, und zwar Epheser 6. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt doch bitte mal auf. Epheser 6, 10, 11, also 10 bis 11. Und 14 bis 18. Er ist ein bisschen ein Knalltext, aber ich kam einfach nicht drum herum. Es heißt, ausgerüstet zum Kampf, heute zum Kampf gegen Sorgen und Schlafstörungen. Da lesen wir nur noch ein letztes. Lasst euch von dem Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an
und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Ich habe gedacht, in der Bibel gibt es ja so Texte, die nennt man Milchfläschchentexte, leicht zu kauen. Und manchmal sagt Gott auch, ess mal richtiges, gescheites Brot. Und ich denke, das ist so ein Text. Ich glaube, man könnte jetzt dann natürlich, wenn wir jetzt Zeit hätten und eine tolle Predigtreihe machen, ganz viel anderes nochmal textlich, theologisch rausholen. Mir geht es heute nur darum, zu diesem Thema Waffenrüstung und Sorgen. Wo oder was bietet euch Gott als ganz konkrete Hilfe an mit diesen Bibelstellen? Es fängt schon mal damit an, ich sag's mal anders, die meisten von euch überlegen sich ziemlich gut, was sie immer anziehen. Wer hat heute früh wirklich drüber nachgedacht, was am Kleiderschrank heute rauszieht? Ganz ehrlich, Frauen neigen besonders dazu, jawohl, sehr zu gucken, was ziehe ich heute an und sicher aus. Und manche Frauen sind auch so ein bisschen abgefahren, dass sie das dann 100-mal hin und her machen und wieder rein, je nach Hormone oder weiß der Kuckuck weiß was. Wir sind wählerisch und auch Jungs sind eitel. So ist es ja nicht. Und wenn es nur der Kopfschmuck ist oder was auch immer. Und hier haben wir einen Text, wo Gott klar macht, ich habe dir auch eine Kleidung. Ich habe dir eine Kleidung, die du anziehen kannst, und zwar die übernatürlich ist, die kräftig ist und mit der du mega gut gekleidet bist, in meinem Namen. Und diese Waffenrüstung, die gibt er euch jeden Tag zur Verfügung, aber reinschlüpfen müsst ihr schon selber. Da fängt das erste Problem schon an. Niemand, Gott zwingt euch nicht, zieht das Ding an. Das macht Gott nicht. Gott vergewaltigt niemand, Gott missbraucht niemand. Aber ich möchte mit euch nicht alle, aber so ein paar von dieser super Rüstungskleidung mal entlang gehen. Und ich hoffe, dass es euch so gut in eurem Herzen was passiert, wie das bei mir war, dass es sagt, wow, das ist richtig, richtig gut, was da Gott uns eigentlich schenkt. Also, das erste ist der Gürtel. Männer tragen ziemlich viele Gürtel. Männer, wie viele haben heute einen Gürtel an? Hey, das ist enorm. Frauen, wie viele haben einen Gürtel an? Kaum jemand. Also ihr Frauen, ganz wichtig heute. Ihr müsst heute euch immer einen Gürtel in eurem Leben vorstellen. Jetzt ohne Witz. Hier heißt es, zieh den Gürtel mit den Wahrheiten Gottes an. Dieser Gürtel ist mit den Wahrheiten von Gott durch und durch gespickt. Jesus selber ist es in Person. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Das Gegenteil von Wahrheit ist die Lüge. Ist die Lüge. Und wahr, das ist das vollkommene Wort, das ist die Bibel. Wenn wir Worship machen, kann man ganz besonders stark sehen, was wahr ist, wie Gott ist, wer er ist. Und wer diesen Gürtel trägt, der wird schon im Laufe seines Tages, wenn es stressig wird oder was auch immer, mit diesem Wahrheitsgürtel sehr schnell erkennen, was der Heilige Geist euch auf jeweilige Situationen sagt. Spätestens, wenn ihr in eurem Bett liegt. Und jetzt sind wir genau bei dieser Sache, sleep well. Ihr seid todmüde, also mir geht es oft so, ich bin todmüde und ich würde wirklich gerne schlafen. Und irgendwas fängt an. Tuk, 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 tuk. Die Kinder, heute gibt es Maultaschen zum Essen. Gibt es wirklich?
Aber nehmen wir es mal ein bisschen ernster. Chef, irgendwelche Finanzen in den Sand gesetzt, Gelder, Arbeit, Job. So lange kann ich nicht mehr arbeiten, mir tut überall alles weh. Was auch immer. Voll normal. Oft auch total berechtigt. Das Leben ist unterschiedlich auch verteilt. Es geht mir nicht darum, so ein Sahnehäubchen nur zu ziehen. Aber es ist der Moment, wo ihr euch an diesen Gürtel erinnern müsst. Und anfangen müsst, welche Wahrheiten spricht Gott über dein Leben aus, über diese Sache aus. Und ich sag euch, wenn ihr viel in der Bibel lest, habt ihr eine ganze Menge auf Lager. Der Heilige Geist sagt es euch punktuell. Es geht um, wir proklamieren das, was wahr ist. Sprich Wahrheiten Gottes aus, auch wenn es aus menschlicher Sicht nicht so scheint, dass es gehen kann. Die meisten Menschen hören auf, auch Christen, wenn sie sagen, das ist doch total, wird doch nichts. Aber genau da fängt es an. Lest die Psalmen. Die Psalmen, wenn es euch nicht gut geht, wenn das Sorgenkarussell anfängt, ich finde es jedes Mal phänomenal. Sie sagen Gott alles, sie schimpfen, sie schreien, du hast mich verlassen, ich schaffe das alles nicht mehr, was auch immer. Und es ist definitiv, so fühlen sie sich. Dann werden die ein bisschen ruhiger. Okay. So. Und jetzt kommt der entspringende Punkt. Jetzt proklamieren sie. Jetzt fangen sie an zu sagen, du bist mein Fels. Du bist mein Hirte. Du bist der, der mich liebte. Du bist größer wie jegliches Problem. Sie proklamieren einfach die Wahrheiten Gottes, obwohl definitiv es ihnen nicht unbedingt gut geht. Na? David war da ständig in Kriegs Gefahrenzone berechtigt, hätte der Schlafstörungen haben können. Und sagt auch wie Danke, aber er proklamiert ganz viel. Und ich möchte euch wirklich das schmackhaft machen und darum werben, dass wenn Gott euch diesen Gürtel zur Verfügung stellt, dass ihr ihn tragt. Wir tragen ihn einfach nicht so gerne. Lieber labern wir noch 3 Stunden. Ich kann das alles verstehen, Leute. Ich habe ein Riesenherz. Ich mache viel therapeutische, seelsorgerliche Sachen. Ich habe da ein Riesenherz. Aber es bringt dich nicht arg viel weiter. Nur minimalistisch. Also zieht diesen Gürtel an, wenn ihr Probleme habt mit Sorgen. Das Zweite, sieh dir den Brustpanzer an, damit dich niemand mehr anklagen kann. Ha! Das soll ja nicht nur eine Depri-Stunde hier werden mit diesem Sorgenpaket. Ja, sie braucht es. Und die anderen, glaube ich, auch. Ne? Schusssichere Westen. Hab gegoogelt, man kann sie schon für 200 Euro kriegen, 500 Euro, können eine bestellen. Sie braucht es, glaube ich, wirklich zurzeit. Mit den Angriffen, wo sie erleben muss, mal ganz unabhängig. Polizisten tragen das je nach Einsatz. Und die Bibel spricht hier vom Brustpanzer, von einem Brustgurt der Gerechtigkeit. Wenn ich mir von diesen ganzen Waffenrüstungen eine aussuchen sollte, wie meine allerwichtigste wäre, dann wäre es diese hier. Gebe ich ganz ehrlich zu. Ihr könnt euch wegen mir eine andere aussuchen, ist auch okay, Gott hat ein großes Herz. Am besten ihr nehmt sie alle. Aber was meint er denn mit die Bibel, dieser Brustpanzer der Gerechtigkeit? Da geht es um das Verhältnis zwischen dir und Gott. Gott sagt, wer an meinen Sohn glaubt, dass er stellvertretend für deine Schuld gestorben ist, dem kann zukünftige Sünde und Schuld nichts mehr anhaben. Der Mensch ist gerettet, aber nicht nur gerettet, sondern er ist gerecht vor Gott. Und das ist eine mega, 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 mega gute Sache, Leute.
Also viele von uns haben dieses Kreuz in erster Linie in ihrem Kopf oder auch in ihrem Herzen mit dieser Rettung. Und das ist bon, der Auftakt von allem, Leute. Aber dass ihr gerecht seid, das ist ein Vorrecht. Das ist ein so großes Vorrecht, weil das bedeutet, niemand kann mehr irgendwas auf dich schmeißen, wo er dich anklagen kann. Das heißt im Klartext, jedes Mal, wenn du einschlafen möchtest, und es gibt ja auch diese Sorgen-Anklagestimme, die gehen so: Du bist keine gute Mutter, du liebst deine Kinder gerade gar nicht. Ich glaube, ich hätte gar keine Kinder kriegen sollen. Oh Gott, ist das schlecht, dieser Gedanke. Ich habe meiner Freundin einfach den Freund abgeschwatzt. Der gefällt mir einfach. Ich habe einfach ziemlich viel getrickst, um die Stelle zu kriegen. Man kann viel machen. In diesem Brustpanzer, da geht es ganz viel drum um Anklagestimmen. Da geht es darum, du hast es nicht gut gemacht, du bist ein Versager, du kriegst die Sache nicht richtig hin, du wirst es nie richtig hinkriegen. Das sind so Sachen, und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die kommen von außen, die dich treffen wollen, oder du knallst dir da rein. Ja, das bin ich. Ja, das bin ich. Und dieser Gurt, dieser wirklich sichere, wo nichts durchdringen kann, das ist so, dass dein Herz nicht geschädigt werden kann, weil deswegen ziehen die das ja an. Die wollen überleben. Das Herz und die Lunge wird als erstes getroffen. Also wenn es getroffen wird, dann macht es bumm und unsere Angie gibt es nicht mehr. Und das will Gott nicht. Gott will, dass euer Herz nicht getroffen wird. Und das Schöne ist, wenn ihr diesen Gurt tragt, und deswegen liebe ich ihn so, dieser Gurt, der sagt dir jedes Mal, wenn diese Stimmen kommen: Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Es ist vollkommen anders. Ich bin auf deiner Seite. Ich liebe dich. Und weißt du, selbst wenn du diesen Gürtel-Wahrheitsding nie richtig hinkriegst, mein Wort nie so umsetzt, ich liebe dich. Ich bin auf deiner Seite. Es ist dir vergeben. Freispruch. Du bist gerecht vor mir. Du kannst mir unter die Augen treten, weil normalerweise würden wir tot umfallen. Und ich sag euch, jeder Tag, wo wir leben, würde jeder normalerweise von uns tot umfallen. Weil in Gottes Augen irgendwas wäre, wo in seiner Heiligkeit und in seiner Vollkommenheit nicht ganz korrekt gewesen wäre. Und deswegen liebe ich diesen Gott. Ich schlafe mit dem so gerne. Ich lege mich rein und sage: Oh Herr Jesus, ich danke dir so sehr. Selbst wenn das Haus bescheuert geworden wäre, selbst wenn ich den Fehler meines Lebens gemacht hätte, du verklagst mich nicht. Du bist da. Du liebst mich. Dieser Brustgurt macht euch stark. Wenn ihr Sorgen loskriegen wollt, dann müsst ihr den umschnallen, damit es euch nicht jedes Mal schier das Herz bricht. Drittens, vergiss deinen Helm nicht. Ja, wenn man das jetzt theologisch angucken wird, geht sehr viel auch nochmal um Rettung und so weiter. Aber ich möchte es jetzt mal ein bisschen kurz machen. Hier geht es einfach darum, dass Sorgenmacher, Kinder sind nicht alle so stark, dass sie ganz besonders diesen Helm tragen sollten. Ein Helm soll dich schützen vor Kopfverletzungen. Und hier steht der Helm für deine Gedankenwelt. Es kommt sehr drauf an, was lässt du in deine Gedanken rein und was lässt du nicht in deine Gedanken rein. Und was kommt rein und schickst es ziemlich schnell wieder raus. Jetzt mal ganz ehrlich, machen wir es nochmal praktisch mit meinem Häuschen. Dann sehe ich da zeitgleich eine Reportage, wie inzwischen in Japan Menschen nur noch auf 8 Quadratmeter kleine Hütten liegen, die nicht immer mehr richtig reinliegen können. Und ich, der ein Freiheitstiger ist, der Platz braucht. Hä? Was passiert in meinem Kopf, Kino? Oh mein Gott, das ist wie im Sarg. Das schaffe ich nie. Versteht ihr? Was habe ich für einen Gedanken reingelassen? Oh Gott, du wirst halb sterben, wenn das auf dich zukommt. Aber Gott würde sagen: Hey,
Hallo, du lebst nicht in Japan. Ich werde es schon gut mit dir hinkriegen. Es kommt einfach wirklich sehr drauf an. Wir werden bombardiert von morgens bis abends mit Hiobsbotschaften. Du musst nur eine Polit-Talk-Runde angucken, danach noch die Nachrichten und dann noch irgendwie eine Reportage zu einem ganz bestimmten Thema. Da bist du depressiv. Da gehst du ins Bett und sagst, boy, brauch nichts mehr. Wenn du jetzt so Glück hast wie Eberhard Schilling, der einfach wegnackt, super. Aber so eine Doris, ne, die sitzt da schon da und denkt, oh mein Gott, ja. Und ich meine das ernsthaft und ich glaube, dass es vielen von euch so geht. Wie soll das werden? Kommt wieder Krieg, kommt dies, meine armen Kinder, meine armen Enkelkinder. Was lässt du rein, was lässt du draußen? Entscheidet, selektiert. Ich sage nicht, lebt nicht mehr in der Welt. Wir können einfach alle die Äugchen zumachen. Am besten, ich gucke nie mehr was an. Ne? Also Eberhard guckt ja gern so Schlachtfilme und voller und blutrünstige Sachen an. Und ich denke immer, der muss doch da mal einen Hau kriegen. Aber ich glaube, der wird nie jemand umbringen. Ne? Ich bin ein Typ, der stellt sich voll da fürchterlichst vor. Ich sage immer bei jedem Krimi, es gibt doch nichts Schlimmeres. Du wirst irgendwo eingebuddelt bei leibhaftigem Körper. Und er sagt, das habe ich noch nie gedacht. So unterschiedlich sind Menschen. Also ich kann auch Krimis angucken, aber ich gucke sie dosierter an. Eberhard kann die reinziehen, weil es ihm nichts macht. Behaupte ich mal, hoffentlich ist es so. Versteht ihr, was ich sagen will? Ihr müsst den Helm tragen, der Sicherheitshelm, wo Gott euch aufsetzt und sagt, wenn ihr den Helm tragt, dann lauft ihr unter meinem Schutz und schaut, was ihr reinlasst und was ihr draußen lasst. Guckt da danach, der ist unglaublich wichtig. Und zum guten Schluss, zieh die Schuhe des Friedens und der Liebe an. Die Schuhe des Friedens und der Liebe. Ihr braucht gute Schuhe. Es gibt also wirklich solche Schuhfetischisten, ne? Die haben endlos Schuhe. Die wissen gar nicht, wohin mit ihren vielen Schuhen. Und ich frage mich manchmal, ob sie denn auch die Schuhe des Friedens besitzen. Und bei manchen überlege ich mir auch, ob sie die überhaupt mal anziehen. Hier sagt Gott, diese Waffenrüstung, da geht es um Schuhe. Wenn du die anziehst, dann besitzt du meinen Frieden und meine Liebe. Frieden. Die meisten Menschen sehnen sich gigantisch danach. Ganz viele sagen, Doris, einmal totale Entspannung. Sich nur noch geborgen fühlen. Einfach total relaxed sein. Dieses ganz tiefe Gefühl, beim Papa auf dem Schoß zu sitzen. Frieden. Unendliche Tiefe, unendliche Stille. Und es scheint doch so schwer zu sein. Obwohl es unser Herz ruhig machen würde. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, weil ich dachte, wie erkläre ich euch den Frieden? Gott möge es mir verzeihen, er kennt mich. Kannst du mal drücken, Schottel? Wo ist mein Bild? Also theoretisch müsst ihr hier jetzt meine Katze sehen. Oh, danke. Ich habe gedacht, mal ein bisschen Leichtigkeit, ne? Eine Katze. Embryonalhaltung. Vergisst sich komplett. Komplett entspannt. Denkt in dem Augenblick weder, was fress ich nachher? Die glaubt einfach, die Mäuse werden schon rumlatschen. Vollkommen Harmonie. Vergisst alles um sich rum. Und ich gebe es ehrlich zu, wenn ich manchmal abends heimkomme, so nach 14 Stunden Arbeit oder so, es kommt leider gar nicht so selten vor, und weil ich nur Sitzungen und viel gehört, und ich sehe sie so liegen, dann passiert ein Friedensgefühl. Das Erste, was ich denke, so ist richtig. Das Zweite, was ich denke, oh, genau, oh, gib's mir.
Kann ja auch Hunde oder sonst was sein. Es ist eine ganz, ganz tiefe Form von Harmonie und mit Zustand. So, und es ist nur der Abklatsch. Es ist der Abklatsch von dem, wie Gott ist. Wie der Frieden mit Gott aussieht. Es ist nur ein kleines Sahnehäubchen, wo uns ein bisschen hilft. Es heißt in der Bibel, dass der Frieden ist ein Geschenk an uns, ist eine Frucht. Also jeder, der gläubig ist, kann zu mir nicht sagen, den habe ich nicht. Das gibt es nicht. Wenn es ein Geschenk ist, eine Fruchtgabe, dann ist sie dir verliehen. Du besitzt ihn. Wenn, dann dockst du ihn nicht richtig mehr an. Es heißt hier sogar in Johannes Kapitel, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden und der Freude und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt, also was meine Katze gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Da bringen wir es auf den Punkt. Sorgt euch nicht und habt keine Angst. Ihr habt einen Frieden, der so viel höher ist wie mein Kätzchen. Aber ihr müsst die Stiefel des Friedens und dieser Liebe anziehen. Und dann habt ihr die Ausrüstung, um wirklich aufgerichtet und sehr tapfer durchs Leben zu gehen. Und ich erlebe ziemlich oft Menschen, wo ich das Gefühl habe, gerade wenn wir hier um dieses Thema Sorgen reden, die sind mehr oder weniger immer die halbe Zeit im Krieg. Die sind die ganze Zeit in Eile oder im Krieg. Und zwar im Krieg, weil sie Unfrieden haben über Dinge, wo sie Frieden schaffen müssten. Und wir müssen die Waffenrüstung auch unter diesem Gesichtspunkt angucken, dass Gott eigentlich sagt, ich habe dir den Frieden gegeben, dann kannst du auch Frieden und Liebe haben. Und mit diesen Stiefeln, da geht es auch viel drum, um Altlasten. Wenn ihr eure Sorgen mal scannt in der Nacht, dann werdet ihr manchmal merken, da geht es um Altlasten. Das sind Sachen, die schon weg sind. Gestern war ein blöder Abend, in der Kirche ist es auch inzwischen bescheuert, ist teamisch ätzend, Gott macht auch nichts. Das sind Altlasten. Wenn meine Mama mich anders erzogen hätte, wenn ich bessere Bedingungen gehabt hätte, wenn ich endlich mehr Geld verdient hätte oder mein Mann mehr Geld verdienen würde, dann könnte ich was auch immer. Und es ist alles oft richtig, alles verständlich, aber es ist eine Altlast. Und ihr müsst anfangen zu sagen, immer wenn Unfrieden ist, ist euer Job, ob er in die Seelsorge geht oder was auch immer, dass ihr zum Frieden gelangt. Frieden ist unser Ziel. Nur wer Frieden hat, hat ein zufriedenstellendes, glückliches Leben. Unabhängig, ob Sorgen latschen oder nicht. Weil Gott sagte, es wird immer Sorgen geben. Also wenn euer Sorgenkarussell wieder euch triggert, dann überlegt, ob nicht was drin ist, wo Unfrieden ist, wo Frieden geschlossen werden muss. Schließt den Frieden, macht Worship, gebt's ab, lasst's los, gebt euch selber die Freiheit. Letztlich geht's darum, gebt euch selber die Freiheit. Und ich garantiere euch, weil ich all die Sachen kenne, dass ihr vielleicht nicht immer gleich total entspannt schlaft, also wegknackt, aber dass ihr ruhig und entspannt wach liegt. Und das ist ein großer, großer Unterschied. Meine zentrale Idee, die ich euch gern mitgeben will, also Waffenrüstung anziehen, überlegt, welche Klamotten ihr jeden Tag anzieht. Zieh dich warm an mit der Waffenrüstung Gottes, dann werden die Sorgen dich kalt lassen. Es ist überspitzt, ich weiß schon. Aber auch wenn ihr die Sorgenmacher-Typen seid, gebt euch mal einen Ruck. Zieh dich warm an mit der Waffenrüstung Gottes. Gott hat eine übernatürliche Kraft, eine Macht, Einfluss, verändernde Stärke, Heilung. Zieht sie an, zickt sie und die Sorgen werden sich ziemlich runterschrumpfen, so wie ich hier stehe. In Jesu Namen. Amen. Steh doch bitte auf, lass uns beten. Vater im Himmel, ich preise dich dafür,
dass du an alles gedacht hast. Du hast uns dein Wort gegeben und du machst über Paulus. Paulus sagt, hier gebe ich euch das, was Gott mich wissen lässt. Ihr habt eine Waffenrüstung, ihr habt Klamotten zum Anziehen, dass Sorgen, Depressionen, Angstzustände, Burnout oder was auch immer in unserem Leben klein gehalten werden. Du sagst, Sorgen wird es immer geben, aber du kannst dich rüsten, du kannst dich wappnen. Du kannst selber die richtigen Sachen anziehen und du wirst bedeutend gesünder, aufgerichteter, gestärkter laufen. Ich danke dir einfach für jedes Kleidungsteil und ich preise dich besonders für den Brustschutzpanzer, der uns immer wieder sagt, du bist ein geliebtes Kind. Und selbst wenn du das eben mit den Sorgen nie ganz in den Griff kriegen würdest, bleibst du mein geliebtes Kind, werde ich mit dir eine gute Geschichte schreiben. Herr Jesus, ich gebe dir einfach in deine Hand alles, jeder, der hier ist, wo auch jeder gerade steht. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du wirklich kommst und ins Herz guckst und dass ihr euch ins Herz gucken lasst. Ob ihr die Waffenrüstung kennt, ob ihr die Waffenrüstung tragt und wer Jesus noch nicht kennt, dass er heute sein Leben dir schenkt. Dass er nachher zu mir kommt oder in die Gebetsecke, dass er diese Waffenrüstung besitzt mit deiner Kraft. Und die, wo schon lange mit dir laufen, dass wir wissen, das ist die Waffenrüstung. Auch wenn ich vielleicht noch jung bin, erst 14 oder 16 oder 18, aber wenn ich die anziehe, dann komme ich sehr gut durchs Leben. Danke, Vater, wir preisen dich, wir ehren dich, wir lieben dich. Und wir beten um Vergebung für alles, was wir nicht gut hinbekommen. Danke. Und ich lade euch ein, dass wir das Gebet sprechen, wo uns der Papa gegeben hat. Jesus. Vater unser.